Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue Bär. Heute holen wir mal wieder den Dutch Oven raus und werden uns einen Metaxa-Schnitzeltopf machen. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann solltet ihr das Video natürlich bis zum Ende gucken. Und sollte euch gefallen, was ich hier so mache, könnt ihr das gerne mit einem Daumen hoch belohnen oder im besten Fall noch mit einem Abo. Die ausführlichen Mengen, das genaue Rezept, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die Zutaten dazu schauen wir uns jetzt an. Beginnen werde ich da mit dem Fleisch. Da brauchen wir einmal Schnitzel. Wir brauchen Spitzpaprikas, diese schneidet ihr euch in solche Würfel hier. Dann brauchen wir Zwiebeln, nach Möglichkeit rote, ihr könnt natürlich auch weiße nehmen. Diese schneiden wir uns hier in solche Halbringe. Und da das Ganze hier wieder eine One-Pot-Nummer wird, kommt die Beilage natürlich mit da rein. Da habe ich jetzt hier diese griechischen Reisnudeln, auch Kretaraki genannt. Und der flüssige Part sieht jetzt wie folgt aus. Wir brauchen einmal Sahne, Metaxa und einen Gemüsefond. Außerdem brauchen wir noch so ein Paprika-Tomatenmark hier. Das nehme ich für solche Sachen gerne, weil das nochmal richtig Geschmack mitbringt. Wenn ihr dieses jetzt hier so nicht bekommt, geht natürlich auch nur Tomatenmark. Und da das Ganze so ein bisschen in die griechische Richtung geht, müssen wir natürlich auch griechisch würzen. Dazu nutze ich hier heute meinen Gyros-Bär. Alternativ dazu geht natürlich auch jedes andere Gyros-Gewürz oder griechische Gewürz. Ich schreibe euch natürlich auch wieder eine Alternative in das Rezept rein. Aber wer möchte, kann sich den natürlich auch gerne gönnen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das wären sie dann gewesen, unsere Zutaten, wie das Gemüse geschnippelt sein sollte, habt ihr auch schon gesehen. Eigentlich könnten wir jetzt auch schon sofort loslegen und an den Dutch Oven stürmen, aber das Fleisch muss vorher auch noch bearbeitet werden und das machen wir jetzt noch schnell. Und die Schnitzel, die werden wir jetzt zuerst einmal dritteln, weil so im Ganzen wäre das too much. Wer möchte, kann das jetzt auch nochmal halbieren, aber ich finde, das schrumpft sowieso beim Braten noch so ein bisschen, deswegen sind Drittelstücke perfekt. Und wenn das Fleisch dann geschnitten ist, legt euch das, wie ich jetzt hier, auf so einen Teller oder auf so eine Schale. Dann nehmt ihr das Gyros-Gewürz und würzt das erstmal von beiden Seiten. Dann wäre auch das Fleisch fertig. Somit können wir dann gleich starten und dazu gehen wir rüber an den Dutch Oven. Der Dutch Oven hat dann auf der Hitzequelle Platz genommen. In meinem Fall ist es der Hockerkocher, weil für die Nummer hier reicht heute wieder komplett unter Hitze aus. Ihr könnt da alternativ einen Gasgrill nehmen, das Ding draufstellen. Ihr könnt wie ich einen Hockerkocher nehmen. Wenn ihr aber Kohlen nehmen wollt, dann nehmt ihr so gute 15 bis 20 Stück. Die packt ihr euch drunter, die reichen für den Anfang. Und später, wenn das Ganze dann nur noch vor sich hin köchelt, dann reichen dann auch so 8. Dass das wirklich nur leicht blubbert. Aber ich denke mal, ihr seid alle erwachsen, ihr bekommt das hin. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Hockerkocher starten und dann lassen wir den Dutch Oven erstmal heiß werden. Der Dutch Oven hat dann mittlerweile Temperatur, dann können wir unten so ein bisschen Öl reingeben und auch das lassen wir nochmal heiß werden. Und wenn das Öl dann heiß ist, nehmen wir das Fleisch und braten das erstmal von beiden Seiten an. Wenn das Fleisch dann von beiden Seiten diese Farbe hat, können wir es erstmal rausnehmen. Sobald das Fleisch dann angebraten ist, geben wir die Zwiebeln in das Bratfett und die Paprika. Und auch das Ganze braten wir jetzt nochmal so ein bisschen an. Und durch das die Zwiebeln und Paprika jetzt hier ihre Feuchtigkeit verlieren, seht ihr hier unten, lösen sich vom Boden die Röstaromen, deswegen sind die Zwiebeln auch jetzt schon so schön braun. Und genau so soll das auch sein. Das ist nämlich Geschmack pur. Das soll dann fürs Gemüse reichen. Jetzt geben wir unser Paprika-Tomatenmark dazu. Und auch das werden wir einmal kurz anrösten. Das soll dann für das Paprika-Tomatenmark reichen. Jetzt gießen wir das Ganze mit dem Metaxa auf. Dann nehmen wir uns ein Feuerzeug, werden das Ganze flambieren. Da bitte äußerste Vorsicht. Und wenn das Flambieren rum ist, dann seht ihr, steigt weißer Qualm auf und dann ist das perfekt. Wer nicht flambieren möchte, der nimmt weniger Metaxa und lässt das Ganze so einkochen. Der Metaxa ist dann mittlerweile abgebrannt.
Und ich habe das Ganze dann jetzt nochmal so gute 5 Minuten braten lassen. Das soll uns aber genügen, denn wir wollen den Geschmack natürlich noch im Pott drinne behalten. Jetzt nehmen wir unseren Gemüsefond, gießen das Ganze auf. Und dann warten wir, bis das Ganze anfängt zu köcheln. Und bevor das Ganze dann jetzt knüppelhart aufkocht, nehmen wir uns mal ein Löffelchen und werden einmal hier probieren. Und abschmecken könnt ihr das jetzt auf zweierlei Arten. Ihr könnt jetzt einmal einfach nur Salz und Pfeffer nehmen, das Ganze abschmecken. Oder wie in meinem Fall noch so ein bisschen Gyros-Gewürz nehmen. Da aber erstmal nicht so viel, weil das Fleisch noch kommt. Das bringt auch noch Geschmack genug mit. Ja, und jetzt, wie gesagt, wird gewartet, bis es kocht. Und jetzt, wo das Ganze köchelt, geben wir unser Fleisch zurück samt Fleischsaft. Das werden wir einmal so unterrühren. Ja, und jetzt ist dann auch schon der Punkt da, wo wir unsere Reisnudeln nehmen. Und auch die können wir dazugeben, denn die brauchen so gute 15 bis 20 Minuten, bis sie dann auch gar sind. Und da ist es dann jetzt wiederum wichtig, darauf zu achten, wie viel Flüssigkeit saugen die uns weg, weil das soll nachher nicht zu pumpig sein, sondern einfach schön sämig. Ja, aber jetzt lassen wir das Ganze erstmal bei geschlossenem Deckel köcheln, rühren zwischendurch mal und dann gucken wir uns das Ganze an. Und zum Schluss kommt dann noch die Sahne, die verfeinert das Ganze dann noch so ein bisschen, aber bis dahin dauert es jetzt erstmal ein paar Minuten. Deswegen Deckel drauf und gewartet. Gute 10 Minuten sind jetzt rum und so schaut das Ganze aus. Ihr seht, das dickt jetzt richtig schön an. Jetzt ist dann der Punkt gekommen, wo wir die Sahne dazugeben werden. Die könnt ihr einfach dazu gießen. Dann werden wir auch die unterrühren. Weil dann haben wir jetzt unseren cremigen Touch da drin. Ja, und jetzt werde ich gleich mal kurz die Nudeln probieren. Gucken, wie weit die sind. Ja, und wenn wir die dann da haben, wo sie sein sollen, ja, dann ist unser Töpfchen auch schon fertig. Aber ich denke, die brauchen noch so gute 10 Minuten. Die Nudeln sind dann mittlerweile am Punkt der Garheit angekommen, sage ich jetzt mal. Das heißt, so wie ich sie haben möchte, sind sie. Wer möchte, kann das Ganze jetzt nochmal abschmecken. Das habe ich gerade schon getan. Das passt hier perfekt. Und ihr seht jetzt hier so, das ist so eine richtig schöne, sämige Nummer. Nicht zu flüssig, aber auch nicht zu trocken das Ganze. So, und jetzt werde ich die Hitze wegnehmen, werde mir ein Tellerchen auffüllen. Ja, dann gucken wir uns das Ganze drüben nochmal an und dann wird auch schon probiert. Da haben wir dann einmal alles. Ihr seht, die Paprika, die ist zwar weich, aber noch nicht tot gekocht. Dasselbe hier mit der Zwiebel. Das heißt, wir haben hier noch richtig schön Kontur drin. Dann unser Fleisch, das wird wahrscheinlich auch so zerfallen. Na, ihr seht es, ihr könnt es auseinanderziehen. Ja, jetzt mache ich mal diesen hier. Nehmen wir noch so ein Stückchen Fleisch mit, also unser Schnitzel. Ja, und das probieren wir jetzt. Dann guten Appetit. So. Dann habe ich meinen Probierhappen runtergeschluckt und ich muss sagen, das ist wieder so eine richtig schöne, einfache, schnelle One-Pot-Nummer. Wir haben hier eine richtig leckere Metaxa-Soße, die dann noch mit Sahne verfeinert. Dann so einen leichten Gyros-Touch mit dran durch das Gewürz und das Fleisch, also unsere Schnitzel. Ja, und die Nudeln, die geben dem Ganzen dann hinterher nochmal so den Rest. Das heißt, wir sind rundherum perfekt. Geschmacklich einfach nur Wahnsinn. Wer Gyros in Metaxa-Soße liebt, der sollte das hier auf jeden Fall ausprobieren. Da kommen wir so ein bisschen hin. Klar fehlt jetzt hier noch der Käse und so weiter und so fort. Aber es muss nicht überall Käse drauf sein. Ich denke mal, man kann das Ganze hier noch oben mit Käse gratinieren. Aber ich denke mal, das muss es nicht. Wer es machen möchte, kann es natürlich gerne tun. Aber geschmacklich ist das die volle Wucht. Wir haben hier so ein richtig schönes Metaxa-Feeling. Einfach nur Wahnsinn. Also macht die Nummer nach und schreibt unten rein, wie hat es euch geschmeckt. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende von diesem Video angekommen und ich hoffe, dieser Metaxa
Schnitzel One-Pot hat euch gefallen. Sollte dem so sein, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, hier oben könnt ihr das nachholen. Da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr gerne anklicken, dann auch die Glocke aktivieren, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao. Und wenn ich mir das Wetter hier so angucke, jetzt sind wir richtig im Herbst, denke ich mal. Und der Dutch Oven wird jetzt dauerhaft brennen.